Jetzt haben wir schon gesehen, wie wir unsere Datei erzeugen. Also MP3-Datei haben wir sie exportiert. Und wesentlich ist es dann noch, wenn du öfter mit entsprechenden Dateien arbeitest. Und wir haben hier zum Beispiel gerade einen Podcast erstellt. Und wenn du später am nächsten Tag zum Beispiel der Computer soll runtergefahren werden und du möchtest wieder an diesem Projekt weiterarbeiten, ist es wesentlich, dieses Audacity-Projekt auch dann zu speichern. Das heißt, werden hier dann genau diese Zusammenstellung der einzelnen Tonspuren, die Schnitte und so weiter, werden alle dann gespeichert und das machen wir hier über Datei, Projekt speichern unter. Man klickt auf OK, trägt dann hier etwas ein. Ich trage hier zum Beispiel ein Ballade der Taucher, Teil 01 und es wird dann gespeichert, unser Projekt mit der Extension, mit der Dynamo-Erweiterung AOP. Wird jetzt gespeichert und wenn ich dann später mal wieder Audacity öffne, kann ich ganz einfach über Datei öffnen, kann ich dann die entsprechende Projektdatei öffnen und ich habe alle Schnitte und alle Verschiebungen, alle Veränderungen, die ich durchgeführt habe, wieder dann erhalten.